Servus, willkommen bei Wetter Action. Ich befinde mich mit Daniel heute in Belgien. Hier ist es beuschwül. Wir haben einen Taupunkt von 23 Grad. Luft ist, hat fast 30 Grad. Also eine extrem explosive Wetterlage. Eventuell gibt es nachher auch heftige Superzellen. Warten wir, was auslöst. Und dann keep on chasing. Bei Airshot in Belgien fahren wir einen Rolling an, der sich gerade zu einer Gewitterzelle formiert. Quellwolken stoßen immer höher in die Atmosphäre vor. Wir hatten keine Ahnung, was für eine kranke Scheiße eine Dreiviertelstunde später daraus wird. Wir haben verlagert und stehen jetzt bei Lommel in den Niederlanden auf einem Feld. Vor uns zieht die total giftige Aufwindbasis der frisch geborenen Superzelle auf uns zu. Im rechten Bereich, wo es die Wolkenschleppe zur Wolklaut zieht, geht ein dichter Schwall Hagel mit bis zu 10 cm großen Hagelbrocken zu Boden und zertrümmert bei Larchestel viele Hausdächer. Da will man nicht unbedingt reinkommen. Jetzt ist es allerhöchste Eisenbahn, uns aus der Schusslinie zu bringen. Bei dem kleinen Stück, was wir Richtung Niederschlagskern fahren, um wieder auf die Hauptstraße zu kommen, wird uns klar, wie gefährlich nah das Hagelmonster schon ist. Wir kommen in Regenschwaden, die von kräftigen RFD-Böen vorangetrieben werden. Wir mussten schauen, dass wir schnell aus dieser windigen Region der Superzelle rauskommen, wegen der vielen Bäume in der Gegend. Schnell erreichen wir den FFD-Bereich der klassischen Superzelle. Wir kommen einfach nicht aus dem Niederschlag heraus. Erste einzelne Körner knallen aufs Autodach. Also die Straße ist in Ordnung. 3-4 vielleicht. Alter Jungs. Hält schon an, während es noch grün ist. Ich bin zwar die Ruhe in Person, aber bei sowas werde ich leicht aggressiv, vor allem wenn gerade ein Monster mit Hagel nach einem wirft. Hinter Volkeswart kam eine Tankstelle. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt keinen freien Willen mehr. Wie ferngesteuert entschied das Unterbewusstsein, schnell unter das Dach zu fahren, was sich 60 Sekunden später als richtig herausstellen sollte. Der Hagel über uns drüber kommt. Ein schweres Hagelunwetter brach los. Viele Hagelsteine hatten Tischtennisballgröße und sorgten durch ihren dichten Fall auf dem Blechdach der Tankstelle für einen ohrenbetäubenden Lärm. Einzelne große Brocken wie dieser rechts unten im Video dürften Größen bis 6 cm gehabt haben. Wir haben leider nicht nachgemessen.
Schluss des Unwetters wabert eine Mischung aus Nebel und Nieselregen durch die Luft. Letzte Hagelsteine fallen zu Boden. Ja, sah ganz gut aus. Wir verlassen die Tankstelle. Am Boden liegt ein Salat aus massenhaft heruntergehakelten Blättern und großen Hagelansammlungen. Der Hagel kühlt die Luftboden nahe stark ab. Diese kann die Feuchtigkeit nicht mehr halten. Aus dem Wasser bilden sich dichte Bodennebelbänke, die unsere Sicht stark einschränken. Es hat 30 Sekunden, kam fast Tennisbälle runter. Na gut, ganz so fett waren sie nicht, aber 5 waren schon, 5, 6, 10, ich weiß nicht. Irgendwie nochmal vor unsere Hagelsturm-Superzelle zu kommen, ist unmöglich. Wir haben auf dem Radar schon ein neues Ziel im Auge. Dafür müssen wir aber wieder mitten durch Volkerswart, wo ganze Straßen komplett überschwemmt sind. Aber zum Glück ist unsere Route zur Autobahn nicht blockiert. Nach Osten, oder? Ich hab die A2 dann. Wir fahren auf der A2 nach Süden. Zu unserer Linken können wir noch einen letzten Blick auf die Rückseite der abziehenden Superzelle werfen. Diese zieht auf der Wetterfront davon, die der glatte Wolkenstreifen am Horizont markiert. Von rechts kommt ein zweites System auf der gleichen Wetterfront aus Südwest nachgezogen. Die Show geht weiter. Östlich vom Pier in Belgien geht das zweite Gewitter zwar mit weniger Formationen, aber dafür mit richtig intensiven Blitzentladungen über uns hinweg. Auch die Blitzfrequenz war enorm. Das Teil flackerte wie eine kaputte Neonröhre. Dazu dröhnte ein endlos Donner im Hintergrund. Wir schauen einfach nur dem Blitzfeuerwerk zu. Erinnerungen wach gern, das Geflacker. Großer Hagel war bei diesem Gewitter kein Thema mehr, weil es schon ziemlich verglastert war. Aber auf starke Böen müssen wir aufpassen. Also warteten wir an einer sicheren Stelle ab, doch der Wind hat sich in Grenzen gehalten. Also fahren wir durch den Starkregen, um uns eine schöne Stelle für die Rückseite zu suchen. Immer wieder erleuchten enorm helle Blitze die Nacht. Danach musste man sich richtig konzentrieren, um zu erkennen, was die Straße ist. Das Gewitter liegt hinter uns. Jetzt schnell rechts in eine Seitenstraße rein, halten und die Kamera auf das abziehende Spektakel richten. Immer noch war die Blitzfrequenz enorm. Unter dem Eisschirm waren Schichtwolken. Darüber krabbelten weiterhin massive Entladungen am Eisschirm entlang. Zur Begrüßung schlug daraus gleich mal ein Positiver in der Nähe ein. Was war das? Na, da hinten keine Rote. Echt? Ja. Okay. Dieser ließ mich kurz in das stickige Auto flüchten, aber lange blieb ich da nicht. Draußen taten die 20 Grad und leichter Regen so gut, nach der enormen Schwüle tagsüber. Also Regenschirm in die linke Hand, Kamera in die rechte Hand und das geniale Chasing ausklingen lassen. Der nächste Tag. Bei Magdeburg zeigt sich uns ein schöner Marmatenhimmel. Diese Wolkenbrüste hängen unter einem Eisschirm des Gewitterclusters, der sich gerade über Hessen befindet. Dieser zieht mit einem eingelagerten Mesotief über den Harz hinweg, dem ein Ostwind entgegenweht. Am 11.09.2011 wuchs aus so einer Konstellation ein mega Hagelmonster. Und deswegen standen wir hier. Als das Gewitter näher kam, war klar, die Scheiße läuft aus. Über dem Harz ist die Front gestolpert und konnte den verschütteten Kohlpol nicht mehr halten. Auf diese Weise wurde eine gefährliche Bombe entschärft.
Über unseren Standort geht so eine komplett trockene Böenlinie mit schweren Sturmböen hinweg. Die Stimmung war genial. Das Licht unter dem ausladenden Eisschirm, die Windgeräusche und wie Staub von den umliegenden Feldern aufgewirbelt wurde. Später fuhren wir dann noch nach Süden, weil von Baden-Württemberg her eine zweite Unwetterfront erwartet wurde. Aber es sollte nicht unser Tag sein. Gestern bei Greisheim noch ein Grauler fotografiert, danach ist der Cluster ziemlich langweilig Richtung Rheingraben weiter gezogen. Aber das heißt, die Luftmasse wurde nicht ausgeräumt und alles, was gestern nicht verbraten wurde, liegt heute in Süddeutschland. Und so hat es jetzt hinter mir schon erste starke Zellen am Alpenrand ausgelöst. Daraus könnte nachher eine schwere Superzelle mit großem Hagel werden und die werde ich jetzt chasen. Dunkle Wolken brauen sich bei Penzberg zusammen. Doch der Alpenrandfluch sitzt schon wieder auf dem Gewitter. Wo früher sofort eine Superzelle da stand, wieder nur Cluster. Hilft nichts, ich bleibe vorne dran, immer in Zugrichtung nach Nordost. Bei Erding wurde die Mühe durch eine tolle Formation belohnt. Das Gewitter hatte mit der Schelfglatt an der Nordostseite was von einer unfertigen HP-Superzelle. Am Münchner Flughafen dann stürmte schon eine kräftige Druckwelle in Richtung des Systems. Da war klar, dass sich daraus nichts mehr Größeres entwickeln kann, wenn die ganze Kaltluft den Zustrom der Meso dicht macht. Gleich geht die Meso kaputt. Da ich es hier mit einem rotierenden Aufwind zu tun habe, sah man an den gegenläufigen Wolkenzugrichtungen. Oben aus Ost, darunter aus West. Langsam wurde der Regen an meinem Standort immer mehr. Dann fuhr ich auf der A92 Richtung Deggendorf, um nochmal vor das MCS zu kommen. Ich hoffte, dort noch eine schöne Schelf abfangen zu können. Vor mir waren mehrere tropische Aufwindbasen von frischen Gewitterzellen, die das MCS erweiterten. Richtige Wasserbomben also. Kurz darauf musste ich mich durch peitschenden Platzregen kämpfen. Doch es wollte einfach kein heller Streifen am Horizont auftauchen. Mir war klar, das MCS hat viel zu viel Fahrt aufgenommen, um noch einmal vorne dran zu kommen. Ich brach die Gewitterjagd ab und wartete bei Landau an der Isar auf einen Rastplatz, bis der Platzregen durch war. Ein positiver schlug ganz in der Nähe ein. Ja, sehr schnell ist jetzt leider alles verglastert. Deswegen ist das Chasing nicht so gut gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich stehe jetzt hier im Gäuboden, hinter mir regnet es noch ein bisschen. Man sieht es vielleicht, es gerade blitzen. Jo, und damit wünsche ich allen noch einen schönen Tag und dann bis zur nächsten Tour.